So, ein neuer Tag. Wir haben es schon wieder mittags, weil wir waren gerade schon am Strand. Da war weniger Wellengang. Dafür war das Wasser richtig schön klar, konnte man den Grund sehen und jeden Hai, wenn einer gekommen ist. Restaurant in Beirut. Hallo Igor, wie fühlst du dich hier? Kartoffeln sagt er trotzdem falsch. So, es ist jetzt 15.58 Uhr, in 2 Minuten fährt unser Boot. Wir sollten vor 8 Minuten am Treffpunkt sein. Ich habe kein Budget. Ob wir es noch schaffen? Ich habe hier einen Kebab. Maurice hat eine Paella. Was machst du da gerade drauf? Salz oder Zitrone? Ibrahim hat auch Paella, ja. mit Potatoes oder mit Fries? Beides. Mirko hat den Grillteller Spezial und Benny auch, ne? Gleich, ja. Wir haben jetzt das Boot um 16 Uhr verpasst, aber vielleicht können wir später noch um 18 Uhr auf ein Boot. Stattdessen gehen wir jetzt hier so ein bisschen am Hafen lang. Die Brücke geht gleich hoch, damit ein Segelschiff durchfahren kann. Und wir gehen jetzt, glaube ich, mal in dieser Mare Magum. Territorium. Mal hier rein. Das ist sogar richtig nice. Wir waren jetzt bei Starbucks. Unser Zeitmanager, der schon die erste Aufgabe heute verkackt hat, wir haben nämlich die erste Fähre verpasst, muss jetzt diesmal darauf achten, dass wir die Fähre kriegen. Also zweimal verpassen wäre peinlich. Okay. Also wir haben 32 Minuten. Okay, und wie viele Lichtjahre sind das? 3,26 Parsecs mal 986 Lichtjahre. Was hast du gerade gerechnet? So, wir sind jetzt auf dem Boot. Dort sieht man uns. Und es geht jetzt los. Das ist bestimmt eine geile Tour. Wieder zum Ritter geschlagen. Hol dir doch einen Gouda-Käse, so ähnlich wie Gaudi. Ah ja, romantisch. Ja? Die Preise? Ist teuer? Das ist schon, oder? Guck mal, Mandarinen 3,50. Wir haben uns hier so eine Drachenfrucht geholt, Ibrahim und ich. Und Ibrahim, wie schmeckt's? Wie schmeckt lecker. Sag mal. Ist es zu süß? Und es war auch gekühlt, deshalb. Wonach schmeckt das? Ein bisschen Erdbeer und Kiwi, würde ich sagen. So eine Mischung von den beiden. Nice, ich probiere auch mal. Sieht aus wie ein Chicken Wing, aber länglich, was ist das? Ja, ist halt eine Wurst, irgendwie paniert. So sieht das Ding übrigens von unten aus. Ich finde diese Farbe voll cool. Andere Sachen holen, oder? Also guck mal, so coole Sachen, die aussehen wie so. Ja, so schon sehr schlecht, ja. Wie alt bist du? 23. Was ist das für eine Firma? Saugnäpfe. Wer sind eure Hauptabnehmer? Das ist geheim. Okay, das ist geheim. Betriebsgeheimnis. Was hast du bisher so in deinem Studium gelernt? Gar nichts. Klimatisierungstechnik ist süßlich. Wann war deine letzte Reise? Sommer. Diesen Sommer. Und wohin ging's? America is man. Bisschen Michigan geschillt, bisschen Utah geschillt, bisschen Florida geschillt. Okay. Und wenn es um Urlaub geht? Wir am Strand liegen. Am Strand liegen? Und Ballspiel, wa? Ja, Mann. Er hat jetzt mehr geredet in dem Vlog als bisher bei allen Videos zusammen. Kein Druck. Ich bin echt gut. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Ja, Mann, ist hier. Und für wen sind die Sachen? Das sind für meine Eltern. Als Erinnerung. Ist die Fuchs? Nein, das ist nicht. Ach was. Ich habe keine. Und ich glaube, da hinten haben wir sogar einen besseren Springbrunnen als gestern. Hä? Aus dem Pool.
So läuft man hier durch. Sono perfetti. So, wir sind wieder im Green Room. Ich habe mir diesmal geholt einen Murphy's Irish Red Ale. Einen Apple Cider. Einen Cider, okay. Du hast wieder ein Punk IPA. Und Ivo hat mal wieder ein Cola Zero. Coke Zero. Da ist Mikos Club Sandwich. Americano. Si. Gracias. Ich mag auch nicht. Was hast du, Ivo? Ein veganen Burger. Und du hast? Burger mit Brot, Käse. Und Benny, gönnst du dir nochmal richtig am letzten Abend? Immer. Kannst du kurz explain, was du da hast? 300 Gramm Filet Mignon, also Filetsteak, Medium gebraten, mit Potato Wedges. Und was haben wir hier? Salat, Tomaten, mit Granatapfelsirup oder so. So, letzter Abend in Barcelona. Wir stehen jetzt noch mal am Strand. Ivo hat sich geholt eine 7-Up. 7-Up. Das erste Mal, ne? Ja. Mal Benni, was hast du? Ein Energy Drink aus Afrika. Punk APA, IPA und Maurice hat Desperados, ne? Ja. Okay, wir gehen jetzt runter zum Strand und chillen noch ein bisschen. Und in drei Tagen, schöne Reise. In drei Tagen schreibe ich Staatsexamen. Wir sind jetzt hier morgens beim Frühstücken. Wir fliegen heute wieder zurück und das heutige Video wird gesponsert von Lenz und Viermark. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen und es ist noch 7.30 Uhr morgens. Meine Haare sehen noch aus wie morgens halt. Ivo, hast du schon frische Haare? Deine Haare sehen immer gleich aus, ne? Die sehen immer frisch aus. Ivo, dann nicht, dann heißt Ripley's Burger King hier. Also, wie spät ist es, Benny? 8.23 Uhr. Gutes Frühstück, oder? Reichhaltig. So, das Flugzeug muss uns jetzt nach Hause bringen. Zurück nach Hause, Maurice, ne? Hugo, ich hab gehört, wenn wir abschmieren, wir hängen von dir ab. Ja, Mann. Kannst du das? Ich bin 31C und du bist 31D, ne? Ich bin auch. Ja, dann sind wir direkt nebeneinander. Das Geilste im Flugzeug ist doch immer, wenn direkt in der Reihe vor einem. Zum Glück habe ich hier Kopfhörer. Das heutige Video ist gesponsert von JBL. Lutz verloren. Der weiß nicht, wie der fahren soll. Hat er keine Google Maps? Nee. So, gönn dir das Geräusch.
Barcelona. Welche Stadt ist das? Ich weiß nicht so genau, aber sieht mega schön aus. Ja. Ich bin Leute, ich bin Leben. Ich bin Leben. Ich studiere Maschinenbau in Berlin. Was willst du dann später mal werden, wenn du Maschinenbau studierst? Ich möchte in den Bereich Fahrzeugtechnik gehen. Vielleicht in der Automobilindustrie. Und ja, das ist so mein Ziel, dass ich mal bei den großen Unternehmern dann arbeite. Meine letzte Reise war vor genau 4 Wochen. Ungefähr 5 Wochen. Ich war in Sheikh Kamil in Gaziantep, im Ostland Bereich. Meine Großeltern besucht. Also kommst du von dort? Ja, ich komme von dort. Ich bin auch dort geboren und auch dort aufgewachsen. Und dann mit 9 Jahren bin ich dann mit der Familie nach Deutschland. Ich war schon dort 2 Jahre in der Schule. In Deutschland bin ich schon wieder in der ersten Klasse und dann auf Deutsch lernen und ja, mich dann auch anpassen. Ja. Aber du kannst sehr gut Deutsch mittlerweile, dafür, dass es nicht deine Muttersprache ist, ist sehr gut. Und du hast ein Abitur. Du bist der Vorzeige-Ausländer. Bist du mehr so der am Strand liegen Typ oder magst du gerne Städte zu erkunden? Ich mag beides eigentlich, so Städte oder Strand, so ein bisschen abwechselnd. Weil ich war auch 8 Wochen, vor 4 Wochen war ich in Sheikh Kamil und 4 Wochen vorher war ich in Izmir, in Kuşadası, so am Strand. Mhm. War ich am Strand und ja, beides hat. Ich mag beides. Und ich glaube von uns her ist der beste Mensch, würde ich sagen. Also, er tut keiner Fliege was zu Leibe. Ja, du bist ja gläubiger Muslim, ja. Und lebst das deswegen auch sehr vorbildlich. Ich und, gebe mir Mühe, ich bin ja, nicht der beste Mensch. Klar, jeder macht auch Fehler so. Aber auf jeden Fall, ich glaube, er ist der Beste von uns, was uns menschlich angeht. Wir sind wieder in der Nähe von Berlin, oder wir sind schon in Berlin. Warum hätten wir nicht in Spanien bleiben können? Es ist doch viel schöner dort, das Wetter. Was ist denn das hier? Da gab es Sonne. Siehst du, das kommt von der Vögel. Ja. Wein ist immer harte Lammung. Wirklich? Oh, Scheiße. Ich muss mir jetzt mal mit Wein nehmen. Mit Ansage. Ich war aus 10 Meter Höhe, aber fall dann so. Die haben auch keinen Bock mehr, die letzten Meter. So, dann ist wieder unser toller 7 Milliarden Flughafen. Das wird so viel kosten. Aber war es die Steuern wert, Ivo? Auf jeden Fall. Angenehme Temperatur oder fandst du Spanien besser? Ich fand Spanien viel besser. Ich auch. Es war wärmer und es gab Sonne. Hier gibt es kein Stoff. Wie war die Landung? Was? Wie war die Landung? Oder war top. Hier war nichts. Da war vorne gerade verschwunden. Ah, ist nicht gesehen. Warum funktioniert eigentlich mindestens eine mal nicht? Ist ja wie in Miami. Die haben uns geghostet. Ist nicht mal unser Gate hier, wo wir jetzt langlaufen. Wir sind gerade so One-Cube-Weg gelaufen, wo wir nicht mehr raus müssen, auch wenn es dreimal so lang ist. Damit wir ein bisschen Cardio machen, ne? Ich hasse diesen Ort. Hier habe ich mein Gepäck gesucht. 2-3 Wochen lang. Da ist mein Gepäck nicht gekommen. Da hinten muss ich es mehr annehmen. Und später bin ich die nächsten Tage wiedergekommen und die haben gesagt, dein Gepäck ist nicht da. Erst später habe ich es bekommen. Würdest du sagen, der Flughafen funktioniert gut? Nein, auf keinen Fall. Mein schöner Urlaub. Wir sehen uns in den nächsten Tagen. Mach's gut, pass auf euch auf. Ciao, Maurice. Bis dann.
ich bin jetzt aus dem Bus ausgestiegen. Benny und Mirko sind da noch drin, fahren noch eine Station weiter. Der Urlaub ist jetzt zu Ende und ich fand es mega nice. Ich bin das erste Mal mit meiner Kinogruppe irgendwo hingefahren, haben wir schon lange vorgehabt und jetzt hat es endlich mal geklappt. Und war mega nice. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. War mein erster Versuch. Wenn ich in Südostasien bin, ab dem 29. Oktober, also in 2 Wochen oder so, gibt's wieder ein Vlog. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen.